Du möchtest dich jeden Tag befreiter fühlen, mehr Energie haben, direkt am Morgen die Verspannungen, die du vielleicht über die Nacht so anhäufst, einfach direkt am Morgen loswerden, dann werde jetzt Kanalmitglied. Denn dann erhältst du jeden Tag, jeden Morgen ein neues Video mit 3 Übungen, ohne Schnickschnack, ohne drumherum erzählen, sondern direkt 3 Übungen auf dem Silbertablett serviert, die dich besser fühlen lassen. Und diese Übungen wirst du nirgendwo anders haben. Es sind Faszienübungen, die sich an deiner Faszienstruktur orientieren und deswegen tun sie so unglaublich gut. Überzeuge dich am besten selbst davon, deswegen habe ich dir jetzt mal hier im Anschluss des Videos von den heutigen Morning Flow, kannst du mal die 3 Übungen machen und dir selbst ein Bild machen. Und wie kannst du das jeden Morgen bekommen? Einfach Kanalmitglied hier auf YouTube werden. Den Link zur Mitgliedschaft findest du unter diesem Video neben dem Abonnieren-Button. Und da kannst du dann einfach Mitglied werden und jeden Tag dieses Video genießen. Und vor allem für alle Kanalmitglieder gibt es noch ein Bonbon. Wenn du Fragen hast zu irgendeiner Thematik, werde ich dir darauf mit einem Video antworten. Also du erhältst nicht einfach nur einen Kommentar von mir, wie das alle anderen erhalten. Nein, du erhältst ein persönliches Video zu deiner Frage. Und darauf hast du mein Wort und das bekommen nur Kanalmitglieder. Deswegen Kanalmitglied lohnt sich. Also Mitgliedschaft unten drauf drücken und ist wirklich für sehr, sehr faires Geld. 33 Cent am Tag bist du dabei. Ich freue mich auf dich und dann geht's jetzt ab. Also 3 Übungen mitmachen. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wieder 3 Übungen. Wie fangen wir an? Und zwar das linke Arm, Ellbogen anwinkeln und du machst immer so nach unten, hinten so eine Wippbewegung mit den Ellbogen. Ja, auf Spannung. Den rechten Arm streckst du nach oben und machst immer eine Stechbewegung und drehst dabei die Hand rein und raus. Und jetzt drehst du den Oberkörper in die Richtung, wo sich dein Arm hin bewegt. Und dein Arm macht immer reindrehen, rausdrehen, hier deine Hand. Jetzt gehst du auch hier zur anderen Seite, dann kommst du in die Mitte und jetzt wird gewechselt. Und richtig immer der Arm, der nach oben streckt, richtig lang machen, richtig auf Spannung hier. Ja? Ideal für alle, die eine Skoliose haben, diese Übung. Tut richtig, richtig gut. Merkt wahrscheinlich auch ordentlich die Spannung im Rücken. Wieder hier. Zack, zack. Richtig schön auf Zug hier. So, dann Ellbogen, den linken Ellbogen nach hinten ziehen, dabei Doppelkinn machen, zur Seite, Arm klappt auf. 2-3 Mal reinwippen, wieder zurück. Ellbogen nach hinten ziehen, Doppelkinn machen und hier wieder zurück. Zack, 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 zack. Noch einmal, andere Seite, nach hinten, zack, zack. Und noch einmal. Dann geht das rechte Bein vorne rein, den rechten Arm ziehst du hier mit runter, linker Arm ist nach hinten. Dann kommst du hoch, machst quasi einen Halbkreis um dein Standbein drumherum, nimmst dabei hier den Ellbogen mit und den anderen Arm streckst du nach vorne. Zack, zack, also zur Fußspitze ziehen und dann aufspannen. Hier. Und das rechte Bein, wenn du runterziehst, ist gestreckt. Das hintere ist gebeugt.
Das bleibt stehen, ja, bewegt sich gar nicht. Nur das rechte Bein geht einmal außen rum und wieder nach vorne rein und dann ziehst du runter. Noch einmal. Dann einmal Wechsel. Jetzt bin ich selber. So, zack, zack. Zack, zack. Und hier auch noch einmal. Und dann nochmal ausschütteln. So, haben wir es wieder geschafft für heute. Ihr könnt die ein oder andere Übung natürlich auch ein bisschen länger machen, wenn ihr das vom Gefühl möchtet. Überhaupt kein Problem. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.